So, hallo, guten Morgen, meine Lieben. Mal eben ganz schnell ein kurzes Video. Wir hatten ja in der letzten Sendung die Anke S. bei Alexa fragt nach. Und die hat relativ wenig Klickzahlen bekommen. Und ich wollte euch einfach mal erzählen, was ich darüber denke. Denn das, was ich im Moment sehe, ist, dass wir bei den Prominenten sehr gute Klickzahlen haben. Prominent in Anführungsstrichen, also die Bekannten aus unserer Bewegung. Aber wenn Menschen etwas erzählen über ihre eigene Geschichte, dann wird es kaum geteilt oder auch kaum angeschaut. Jetzt muss ich dazu sagen, zu diesem Thema, wir können uns nicht ständig nur gegenseitig bespaßen. Hier geht es auch um ernsthafte Themen und wir wollen später mal in einer vernünftigen Welt leben und wir sind dabei, neue Systeme aufzubauen für uns. Und da ist es halt einfach auch wichtig, dass wir uns mit solchen Themen beschäftigen. Und ich möchte mal eins dazu sagen. Ich möchte jetzt nicht mit euch schimpfen, das mache ich jetzt nicht, aber ich möchte einfach mal Klartext reden. Ihr kennt mich ja, ich hau das ja einfach so raus, wie es ist. Und das Problem, was wir haben, ist, wir sind, die in meinem Alter sind und ein bisschen drumrum, wir sind die geburtenstarken Jahrgänge. Das heißt, wir werden alle gemeinsam alt. Und das sind viele, viele Leute, die da alt werden. Und ja, jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen, wer uns später mal den Arsch abwischt im Heim, wenn wir es dann dazu kommen lassen, dass es diese Heime noch gibt. Und ich habe jetzt dieses Thema gewählt mit der Anke, weil es mich einfach ärgert, was da draußen los ist in dem System. Und das kommt ja kaum raus. Also niemand erzählt da wirklich was drüber. Und wir brauchen aber diese Informationen von drinnen. Deswegen möchte ich auch gleichzeitig einen Aufruf starten. Wer also mit Altersheimen vor allen Dingen, aber auch mit Krankenhäusern seine Erfahrungen gemacht hat, die nicht so besonders toll waren, möge sich bitte bei mir melden unter info@alexaniedfeld.de und ja, und dann einfach mit dem Kennwort Alexa fragt nach Heim, Krankenhaus, irgend sowas, damit ich das gleich sehen kann, damit ich euch raussuchen kann. Wer bereit ist dazu, so eine Sendung mit mir zu machen, vielleicht auch mehrere Leute in einer Sendung, das wäre klasse. Weil wir müssen uns da jetzt mit beschäftigen. Ich weiß nicht, was ihr denkt, wer für uns mal irgendwann zuständig ist. Man muss sich das mal vorstellen. Also, was in Heimen los ist. Und ich habe es sogar in meiner eigenen Kleinstadt, wo ich herkomme, gehabt, dass meine eigene Großmutter behandelt wurde wie ein Stück Dreck. Und es wird mit Sicherheit in anderen Städten noch viel schlimmer aussehen. Ja? Und damit müssen wir uns jetzt beschäftigen. Diese Art, Menschen irgendwo einzusperren und wegzusperren, weil wir uns mit dem Tod und mit Sterben nicht mehr beschäftigen wollen. Einfach weg, abschieben. Da möchte ich raus. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte da raus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich finde, dieses Thema hat es genauso verdient, geteilt zu werden, wie ein Rainer Füllmich oder ein Martin Schwab oder sonst was. Und ich weiß, die beiden, die wissen jetzt genau, wie ich es meine. Ja? Ich habe die beiden total gerne und ich habe die auch gerne in meiner Sendung. Aber wir müssen einfach davon loskommen, nur noch die Promis anzugucken. Und ja, also ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Wendet euch gerne an mich, wenn ihr solche Geschichten habt. Ja? Also nicht nur Impfung, Impfung, Impfung und so weiter. Auch, ja, aber da sind sehr viele mit beschäftigt, aber wir werden bald alt und wir haben bald ein ganz dickes Problem, ja, und wir müssen ein anderes System schaffen. Ich möchte nicht in einem Heim sterben, ganz gewiss nicht. Und da müssen wir jetzt gemeinsam dran arbeiten und ich freue mich auf euch und auf eure Zuschriften. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Tag und schaltet wieder ein, Donnerstag, 20 Uhr, Alexa fragt nach. Bis dann, ciao.